Wir sind die fantastischen Vier und wir feiern Bühnenjubiläum. Wir feiern Geburtstag. 20 Jahre die fantastischen Vier am 25.07. auf dem Cannstatter Wasen. Mit großem Orchester, live und unplugged. Und dazu noch live gesendet auf dem ZDF-Doku-Kanal. Das gab's noch nie. 20.15 Uhr. Yes! Schaltet ein. Stuttgart weiß, wie man sich anzieht. Stuttgart weiß, wie man abgeht. Stuttgart weiß, was sich gehört. Kurz, Stuttgart weiß, was geht! Dann zeigt es uns auch nochmal Stucki Pucki. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Wenn du merkst, dass die Leute drauf abfahren, dann ist es ja nicht nur das Klatschen, sondern es ist einfach die ganze Stimmung und die Atmosphäre, die ist, was so was Besonderes macht. Und das ist halt so wie in 2 Stunden. Orgasmus würde ich jetzt nicht sagen, aber kurz davor. 1989. 4 Jungs aus Stuttgart gründen eine Band. Sie nennen sich die Fantastischen Vier. 20 Jahre später haben sie ihrem Namen alle Ehre gemacht. Zum deutschsprachigen Hip-Hop gehören die da, die Fantastischen Vier. Das sind nicht die da und nicht die da und auch nicht die da. Nein, das sind die da! 1992, die zweite Platte, der erste Hit. Hey, ist die da, die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den... Deutscher Sprechgesang läuft erstmals in der Hitparade. Hip-Hop wird salonfähig. Die da, das Lied über ein paar Jungs, die von einer Frau an der Nase herumgeführt werden. Die da, das Lied von der Frau, die freitags nicht kann. Es war tatsächlich so, als hätte dieses Mädel eine Aura gehabt, ja, die unsichtbar für alle um sie rumschweben würde. Und jeder, der ihr zu nahe kommt, der in diesen Aurakreis reintritt, der wird sofort super abgespaced, hypnotisiert, von ihr verzaubert, verwandelt und verliebt. So ging es mir. Nach dem Durchbruch erscheint ein Jahr später die vierte Dimension. Du bist so geil für diese Welt. Auf den ersten Blick bleiben sie ihrem Erfolgsrezept treu. Laut, bunt, albern. Doch die dritte Platte ist mehr. Du bist zu geil für diese Welt. Die vierte Dimension, ja, die wir da gespielt haben. Es war ja also nicht irgendwie die vier gewinnt, sondern das war ja schon der, ich sag mal, der abklingende Rausch von die da und dann das Überleiten in die Ernsthaftigkeit. Und das, was ja eigentlich der Scheidepunkt überhaupt für die Band war. Weil nimmt man uns auch ernst? Ein Tag am Meer zeigt genau diese andere Seite. Du spürst das Gras. Hier und da bewegt sich was, es macht dir Spaß. Die Fantastischen Vier haben genug von dem Rummel um ihren ersten Erfolgshit. Sie wollen als ernsthafte Musiker gesehen werden. Du atmest ein, du atmest aus. RTL Piep ist angefragt. Ich rede nicht mit Verona Feldbusch zusammen. Dann Top of the Pops. Nein. MTV war ein bisschen sauer. Wir haben gestern gesagt, du legst auf den Release-Kanal. Wir können gerne kommen, aber was wir nicht machen, das kannst du ihn gerne so ausrichten. Wir kommen nicht in die Sparkasse an der Budapester Straße. Die sind völlig abwendig. Ja, muss er ja nicht unbedingt sagen. Doch, das soll sie sagen, bitte. Ich mach dich kalt! Ja! Statt durch Talkshows zu tingeln, machen sie ihre eigene Fernsehsendung. Ein Comedy-Format, das heißt wie die Platte, die vierte Dimension. Wir sind von der Ausgang. Vor und hinter der Kamera, sie selbst. Nimm mich mit. Kauf mich. Ich bin im Angebot, hören Sie, ich bin im Angebot, im Sonderangebot. Hören Sie, hallo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute sind diese Aufnahmen im sogenannten Giftschrank der Plattenfirma verstaut. Das ist ein Vier. Guten Abend, Bruder. Guten Abend, Frau Weiber. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Jungs, seid ihr bereit? Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Vor 4 Jahren, da wurde eine junge Band aus dem Schwabenland schlagartig berühmt, die Fantastischen Vier mit ihrem Titel Die Da. Und eine amerikanische oder britische Band hätte jetzt vielleicht nach diesem Muster weitergemacht, nicht so die Fantastischen Vier. Warum ist es nur in deinem Kopf? 1996 legen sie ein neues Album vor. Lauschgift gilt als ihr bisher intelligentestes. Verkauft sich 500.000 Mal, erreicht Platinstatus. Ich glaube, dass wir jetzt, was draußen angeht, eine größere Akzeptanz gefunden haben. Ja, weil die da noch die lustigen, bunten Jungs. Und jetzt merken die Leute, dass wir durchaus was zu sagen haben. Euer Herz ist unser Herz. Lass es uns zelebrieren. Auch die Erfolgssingle Sie ist weg erscheint auf dem Album Lauschgift. Der Song wird zur Hymne aller Verlassenen. Jetzt ist sie weg. Und ich bin wieder allein, allein. Während andere Bands ihre Texte auf Englisch schreiben, um international zu wirken, rappen die Fantastischen Vier konsequent auf Deutsch. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. In unserem Fall ist es ja sogar so, dass Hip-Hop-Musik eine sehr persönliche Musik ist. Und aus diesem Grund muss die Musik einfach von einem selber kommen und in der eigenen Sprache sein, weil sie sehr persönlich ist. Noch im selben Jahr gründen sie ihr eigenes Musiklabel, mit dem sie auch andere deutsche Künstler fördern. Aus der Band wird ein Unternehmen. Wir fühlen uns mehr als Familie, würde ich sagen. Wir sind natürlich Freunde, aber jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass wir jeden Abend auch noch gemeinsam ein Trinken gehen und gemeinsam wohnen und gemeinsam im Urlaub fahren. Wunderschönen guten Tag, ich bin Thomas D. Hier wohnen wir, Familie und Freunde. Und ich zeige euch mal, wie es hier so aussieht. Auf dem Mars. Was so viel heißt wie moderne Anstalt rigoroser Spacker. Kommt rein. Garage, Büro, Studio, Schweinestall, Haupthaus. Kannst du dir das vorstellen, dass du dein Leben lang über diesen Hof läufst und dass du das immer geil findest und musst dir die Frage von Herzen mit Ja beantworten? Das fühlt sich gut an. Es fühlt sich seit 9 Jahren gut an und vielleicht auch noch die nächsten 9. Der ehemalige Hausmeister und Friseur wusste schon immer ganz genau, dass er ein Star werden würde. Bei einer Vorstellungsrunde in der Fachoberschule glaubt ihm das allerdings niemand. Dann hat jeder seinen Namen gesagt und so, und dann war ich an der Reihe und stell mich stehen. Ja, guten Tag, ich bin Thomas Dürr, dem einen oder anderen vielleicht eher bekannt als Thomas D. Und alles so. Ja, hat mich natürlich niemand gekannt von denen. Und ich bin nur so lange hier, bis ich Popstar werde. Das war dann der zweite Lacher auf meine Kosten. 1,5 Jahre später war der Lacher dann auf meiner Seite, weil ich habe dann das Abitur abgebrochen, weil ich bin halt Popstar geworden. Weingesang und Vibe, es war Zeit für Treiben, ich gehe jetzt. Nein! Okay, ich bleib Hausmeister Thomas D. Der Junge ist auf Zack. Wir alle sind es Jungs und jetzt geht's ab. Ich bin SMODO von den Fantastischen Vier und ich trinke Bananensaft mit kühlem Weizenbier. Smudos Leidenschaft, der Autorennsport. Ich bin adrenalinabhängig, ich gebe es offen zu und deshalb springe ich gerne Tandemfallschirm und setze mich gerne in sowas und gebe Gas. Obwohl ich selber eigentlich sehr ungern Auto fahre im normalen Straßenverkehr, wenn es geht, benutze ich die Bahn. Oder das Flugzeug. Smudo besitzt eine Fluglizenz und eine eigene kleine Maschine. Was mir beim Fliegen gefällt, ist diese Mischung aus Naturerlebnis, weil man die Welt aus einem Blickwinkel sieht, den man sonst nicht so sieht, und so eine Mischung aus Gefahr, Tollkühnheit und Kontrolle. Adrian! Adrian! Seit 1999 nimmt Smudo regelmäßig an Rennen teil. Vor lauter Nachdenken zu spät gebremst, zu spät eingelenkt, zu früh am Gas gewesen, vorne rausgeschoben, voll in die Kies, über die Wiese, das Auto schräg gestellt, weil ich zu viel Speed hatte, damit ich langsamer bin, und dann quer auf die Straße und dann weitergefahren. Adrian! Adrian! Und dann gehe ich heim zu Mami. Ciao. Und das Y, er regelt den Gesang auf 120.000 Phon. Er steht hinter Mischer, ist der Rhythmusproduzent, nenn ihn Andy Y. Ich bin Andy Y von den Fantastischen. Ich produziere die Musik und so, mische den ganzen Sound. Andy kümmert sich ausschließlich um den Klang der Band. Die Performance überlässt er anderen. Ich habe bisher
auf dem Video sind gar nichts gemacht, außer warten. Aber so ist das beim Film. Da wartet man, dann kommt zack, dein Einsatz. Wenn du da nicht cool bist, bla 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 bla. Andi ist weise geworden, ohne etwas von seiner kindlichen Naivität zu verlieren. Wahnsinnig cooler Typ einfach. Und immer noch hier bei uns, obwohl er eigentlich schon längst Amerika und so, aber nein, auf dem Boden geblieben. So Leute, jetzt hört mal zu, Hausmarke ist am Phone und lässt euch keine Ruhe, denn ich will tanzen, lachen, Marke will singen, Purzelbäume schlagen und auf einem Bein springen, ich hab Talente. Ich bin Hausmarke, Michi Becker heißt ich eigentlich, ich bin DJ immer noch, Big Producer und Rapper. Michi beginnt am Plattenteller. Schon in seiner Schulzeit verdient der Mädchenschwarm sein Geld mit Auflegen in Stuttgarter Clubs. Schnell ist klar, Michi kann nicht ausschließlich hinter den Plattentellern bleiben. An alle Nixblicker, ich bin der Picknicker. Werd's dir erklären, doch dann mach erst den Beat. Auch wenn es hier nicht so aussieht, Michi ist der Modeverrückte der Band. Er kümmert sich gerne darum, dass die Jungs gut aussehen. Entscheidet bei der Klamottenauswahl mit. Entspannung findet er seit 4 Jahren beim Golfen. Das hätte er sich früher nicht vorstellen können. Sie nennen mich Superfreak. Sie nennen mich Superstar. Sie nennen mich Superschwierig. Sie nennen mich das Sprachrohr der Gesellschaft. MFG. 1999, das 7. Album der Fantastischen und das 1. auf dem eigenen Plattenlabel. MFG mit freundlichen Grüßen. Was klingt wie eine Verabschiedung, ist auch eine, zumindest auf Zeit. 5 Jahre Auszeit haben sie sich gegönnt. Ab heute gibt's die neue Platte und die verspricht viel. 2004, die Fantas sind zurück. Das ist doch die ideale Single zum Zurückkommen. Das Erste, was du von den Fantas hörst, ist eigentlich ein Dankeschön an ihre Fans und auch gleichzeitig ein Schwur von uns, euch treu zu bleiben. Freundschaft! Wir stehen auch nicht in Konkurrenz zu anderen deutschen Hip-Hop-Bands oder so. Und wir sind auch nicht die Paten, die jetzt wachen über die, was machen denn die Nachkömmlinge, die Schäfchen, wie heißen sie, die Schützlinge, sondern wir sind einfach eine Band, die hoffentlich gefällt, die uns selber gefällt. Rocket. Du bist Duft, du bist toll am Glas, das ist halb voll, das ist halb leer, sagt der Engel. Ich. Bevor wir uns in eine neue Platte setzten, musste für uns klar sein, dass wir von Null anfangen, dass man sich nicht wiederholen darf. Weil die Gefahr, dass man sich mit einer, die Angst, dass man sich mit einer schlechten, unüberlegten Schallplatte das gute Image, was man die ganze Zeit aufgebaut hat, irgendwie kaputt macht, ist ja auch da. Und das ist eine Angst, die man wegtun muss. 2007 erscheint ihr aktuelles Album Fornica. Die Fantas sind mittlerweile 18 Jahre im Geschäft, haben jede Menge miteinander erlebt. Das war bei der Unplugged-Tour, wurde uns das erstaunlicherweise bewusst, dass da vorne Mädels waren, so 13-jährige Mädels, die, als sie geboren worden sind, gab es uns bereits. Ist es nicht total abgefahren? Also sprich, als sie ihr Bewusstsein entwickelten, als sie anfing zu sprechen, zu denken, zu laufen, dann Musik zu hören, das gab es uns bereits schon. Wir sind alt. Vor 20 Jahren gründen 4 Jungs aus Stuttgart eine Band. Sie sind die Fantastischen Vier. Schönen guten Tag. Wir sind die Fantastischen Vier und wir feiern Bühnenjubiläum. Wir feiern Geburtstag. 20 Jahre die Fantastischen Vier am 25.07. auf dem Cannstatter Basen.
Mit großem Orchester, live und unplugged. Und dazu noch live gesendet auf dem ZDF-Doku-Kanal. Das gab's noch nie. 20:15 Uhr. Yes! Schaltet ein.